Was ist das? Auf einer Seite rein, auf der anderen Seite raus? Das ist eine Wechselatmung. Heißt Nadi Shodhana Pranayama. Und es bringt erstmal Lebensenergie morgens in den Körper. Das ist eine schöne Übung, wenn man sich natürlich vorher schon die Zunge abgeschrabt hat. Ja, das ist für alle auch für sehr wichtig. Das kommt aus dem Ayurveda. Das ist ein Zungenschaber, Tongue Cleaner nennen wir das. Man benutzt es ganz einfach, um die Ablagerungen auf der Zunge, die morgens nach dem Schlafen entstanden sind, zu entfernen und entfernt sozusagen den Belag. Marco, bist du soweit? Wir müssen in den Fahrstuhl. Ja, wir sind in München und das kann ruhig sein. Das kann ruhig sein. Und fahren in den Englischen Garten. Der Tag ist schwammig und wir müssen das Beste draus machen. Schön in die Mitte rauf. Gut mal auffahren. Ja, also mit dem Rennrad ist natürlich scheiße, aber... Oder die schön in die Mitte stellen. Recherche. Eine Salzmischung, Salzwasser. Ist das ein ganz normales Salz oder Jodsalz? Oh, ich habe jetzt zwei Jodsalz verwendet. Dann müsste ich das Ding hier an. Da geht's rein. Da läuft's raus. Ernsthaft? Ja, sicher. Sind ja alle Kanäle offen. Das säubert also die Nasen. Dann bekommt wieder Luft. Also so sieht das dann einfach ein paar Stunden später aus, da wir ja wegen Meditation hier sind. Ja, also wir suchen uns, Marco, wir suchen uns ein ruhigeres Plätzchen, dass wir auch die Meditationsmatte auspacken und du noch uns ein bisschen ins Yoga einführst, bevor wir die Leute auf Yoga ansprechen. Ist das, sehe ich das richtig? Machst du Yoga? Nee, keine Zeit dafür. Wie, weil du immer hier in der Kürze? Ich arbeite 6 Tage die Woche, 12 Stunden. Also ich glaube, dass Männer eher geprägt sind von einem Wunsch, was zu machen, wo man gewinnen kann. Und ein bisschen mehr Konkurrenzdenken. Und es macht den, also es reizt den Mann einfach viel mehr, wenn es irgendwie ein Sport ist oder eine körperliche Herausforderung, wo man irgendwie gewinnen kann. Und weil die meisten Männer von Natur aus nicht so beweglich sind und ich meine, bei Yoga, Beweglichkeit ist nicht eine Voraussetzung, aber wenn du nicht beweglich bist, merkst du das deutlich. Also Frauen haben da keine Scheu, irgendwie so richtig ihren Körper zu spüren, also irgendwie auch Becken und das ist vielleicht für Männer einfach eher unmännlich. Fremd. Ja, oder vielleicht dieses sehr so fühlen, also dieses sich fühlen, das ist vielleicht... Man könnte schwul sein. Ja. Und danach kommen zwei so ganz große. Ja, das ist die größte Küche für mich, das ist die Frauenküche und nichts darf höher sein in München wie die Frauenküche in der Innenstadt.
Der ist sehr gut, den kann man auch noch schön waschen. Da hier, da kommt es auch nur in allen Poren heraus. Der Löwenzahn. Vorzügliches Blutreinigungsmittel bei Leberleiden, Gelbsucht, Verstopfung, wirkt schweißtreibend, kräftigend, bei Gicht, Rheuma, Appetitlosigkeit, Alterserscheinung, Darmträgheit, Nierenerkrankungen, Hautekzeme, Krampfadern, Hämorrhoiden. Wow, was für ein Pflänzchen. Und so weiter und so weiter. Hautjucken, Flechten, Gallenleiden, Leber, Nieren. Also das ist wirklich ein unglaubliches Heilmittel. Zartester, frischer Löwenzahn. Also das, besser kann man es nicht haben. Alles klar. Die komme ich noch ab. Das sind wahre Wiesen, ja. Okay, hier, this is very simple. This is Joghurt. Natural Mild Joghurt. Schon got Lion Mustard. And we mix that little bit of oil, mayonnaise and lion mustard. Cabernet Sauvignon Vineyards Edition. And the mustard in the yogurt, like that. Yeah. Is that the same mustard that they use for like the pretzels and the hot dogs in München? Well, this I think so, yeah. The Munich mustard. Yeah. Yeah. The lion on there. It's Löwenzahn. Löwen is the lion. Mayonnaise. It makes it always a little bit more munchy. Is that beautiful or is that beautiful? That's gorgeous. Can I try a little of this just by itself? Yeah. Just to get the taste by itself. Yeah. We're going with it. Shit happens. So, das ist hier Löwenzahn. Das ist ein Rabbits like it, also das ist ein Hasenfutter. Vorsicht, it drips. So, you know, there's a slight bitterness to it, isn't it? And the monk, die Kapuzinerkresse. Und Löwenzahn. Wie süß, schau mal, wie goldig das ausschaut. Das schaut wirklich goldig aus. Yum, yum. Gutes Berliner, Münchner Brot. Yeah? Love it? Okay. Cool, one. Here we go, one more of those. Yeah, have a big one. Here we go. I think what you guys are doing here today is very tantric. It's about tasting the different flavors of life. All right. That's so very tantric. Is very much delving into life and enjoying all the flavors, whether it be food or whether it be the beautiful day. First it was tennis, then it was golf. Yoga is some kind of money related activity, and there's a hype and a big market. Is that affecting your perception? I think the hype is healthy for in the long run, because the hype, what it does is introduces people to something that maybe they wouldn't have got exposed to otherwise. And welcomes people in the door. And then once people come in and they try it out for themselves, they can make up their own minds of whether this is something for them, whether they enjoy it, and with remembering that there is, within yoga, there is so much diversity. Oh, wir verabschieden uns. Ja, aus schönen Stadt München. Aus München. Die Versager für euch. Hier. Schön aus dem englischen Garten. Dieser auch. Hier aus dem englischen Garten. Und wir gehen nicht zu Fuß. Nein, wir schwimmen heim. Tschüss! Tschüss! München! Tschüss! Mach's gut! Ja. Mach's schön hier! Ja.